Ja, das ist ein Programm, das ich, stellen Sie sich vor, 1994 geschrieben habe. Da gab es noch kein Startmenü, Startbutton. Das kam, wenn ich mich recht entsinne, erst mit Windows 95. Und damals gab es einen Programmmanager. Ältere Semester werden sich erinnern. Und das war, gelinde gesagt, krude. Also ja, nicht kompliziert, aber sehr langsam, sehr umständlich. Und ich hatte damals schon die Idee, so ein eigenes Menü zu machen, mit einem Fenster, das immer im Vordergrund ist und die Uhrzeit anzeigt. Immer im Vordergrund heißt zum Beispiel, so, jetzt starten wir Speed Commander. So, ist immer noch da. Das ist ein Programm, das ich mit der rechten Maustaste verschieben kann und entsprechend entsprechend schnell Programme definieren kann. Und tut mir leid. Das mal doch hier hinschieben. Ja, jetzt hat man die Idee. Ich habe den Bildschirm ein bisschen klein gewählt hier. Und kann eben sehr schnell Programme starten. Also irgendwas. Die kann man definieren, dieses Menü, über einen Baum. Natürlich kann man Automatikstart, Sekunden anzeigen. Das Menü selber ist über einen Baum definiert, der abgespeichert wird in einer JSON-Datei. Ursprünglich habe ich das programmiert in Delphi 1.0. Und ja, tatsächlich, ich habe das als virtuelle Maschine gespeichert, mitsamt lauffähigen Delphi und allen Komponenten, die damals benutzt wurden. Und ich habe es aber nachprogrammiert in C-Sharp, gebe ich zu, weil auch Änderungen damals, also Änderungen in Delphi, sind einfach umständlich gewesen. Und, oh, Inkscape habe ich gestartet. Tut mir leid. Machen wir weg. Ja. Das ist rausgekommen. Die Nachprogrammierung in C-Sharp war nicht allzu teuer in Zeit. Ich glaube, 3, 4 Tage, sowas habe ich gebraucht. Einfach weil alles, weil der Task war definiert, war ganz klar, was das Ding können muss. War ja schon alles vorprogrammiert in Delphi. Und ich hatte irgendwelche Änderungen vor. Und in Delphi war mir das zu kompliziert. Dann habe ich es in C-Sharp nochmal nachprogrammiert. Ich kann verschiedene Bäume hier benutzen. Das habe ich selber aber nie benutzt. Also kann ein Developer-Baum, Developer-Menü machen oder ein Office-Menü, aber wie gesagt, das ist so eine Idee gewesen, die ich selber nie umgesetzt habe. Die Sache hier ist, glaube ich, einigermaßen selbsterklärend. Also ich kann hier neue Ordner machen und kann sagen, Test und unter dem Ordner zum Beispiel ein neues Programm definieren. Sagen wir mal, egal, ich nehme mal irgendwas. Und ja, das war es auch schon. Das lösche ich jetzt mal wieder. Heißt, ich kann Gruppen und Programme definieren. Ich habe nicht drin irgendwelche speziellen Exe-Parameter oder sowas. Wenn da Nachfrage wäre, würde ich das ziemlich schnell
einbauen können. Ja, das war's auch schon. Dankeschön.